So Leute, willkommen zurück zu Silent Fear The Room. Im letzten Part haben wir uns genervt, abgefuckt und gemerkt, dass wir ein dickes Problem haben, Aileen nämlich jetzt allein lassen zu müssen. Ich dachte, da hat das dickes Problem, nee, Quatsch. Da haben wir auch ein richtig dickes Problem gehabt. Es ist so. Ja, ich würde sagen, Licht hier jetzt nicht damit, sondern Kerzen suchen und Medaillons und keine Ahnung. Dass du da irgendwie... Oh Gott, ey. Ganz viele unnötige Gegner. Ja, Die arme Maides. Warte, was? Da gehe ich lieber nicht drauf weiter drauf ein. Warte, was? Die arme Maides, habe ich gesagt. Da gehe ich lieber nicht weiter drauf ein. Arme was? Armen Maivis. Nochmal was? Wie Armen Maivis. Wie wer? Armen Maivis. Wer ist das? Kannibale von Rotenburg. Ach so. Wie oft habe ich jetzt diesen Namen gesagt in diesem Part? Ich verstehe immer noch den Zusammenhang. Ja, deswegen wollte ich gerade sagen, ich weiß das lieber nicht weiter aus. Ach so. Ach so! Ich weiß es aber. Okay. Deswegen, Ja. Lieber Henri. Ach ja, du weißt, dass es jetzt kommt. I'm going to see my mom. Stay out of my way. Who are you, anyway? My name's Walter. Walter Sullivan. It's time to complete the 21 sacraments. But that's my name. And what are the 21 sacraments? Don't worry. You'll know soon enough. Well, let's go and see Mother. Let me go, that hurts! Henry, du bist so ein Vollpfosten. Jeder normale Mensch wäre dorthin gelaufen und hätte diesen kleinen Jungen beschützt vor diesem Spaß. Aber nein, du stehst nur rum und beobachtest sie, die miteinander reden, dann sind sie weg und dann einfach nur so, verdammt. Hallo? Also verdammt, nee, also das ging mir alles viel zu schnell. Nee, also, nee, das hätte ich vorher nicht schaffen können, den zu beschützen. Nee, also, oh Gott. Der arme kleine Junge. Ja. Ey, du wirst sterben. Ich werde vom Rollstuhl weggebasht wurde. Du wirst... Ich weiß, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du irgendwie dir echt hier den Ultra-Hard-Mode geschaffen hast, ne? Das erinnert mich an den letzten Durchlauf, dann passt es ja. War das da auch so schlimm? Ja, also hier war ich noch schlimmer dran. Ich weiß nur, dass ich in der Gebäudewelt die ganze Zeit fast durchgehend im roten Bereich war. Echt? Mit der Energie, ja. Oh, na dann heißt es ja, dass du es schaffen kannst. Rein theoretisch. Ich kann alles schaffen, wenn ich will. Okay. Ich will aber nicht. Mann, aber das kleine Walter tut mir so leid. Das hatten wir schon gelesen. Das war das... Kennen wir doch schon, oder? Weiß nicht, als die Telefonnummer geändert wurde. Ja. Stimmt, aber da müssen wir... Kennst du den Code noch, den neuen? Nee, das... Da haben wir ja nicht rausgeguckt. Der alte war ja 7350, aber... Das wird ja nicht sein. Nee, da war es 3750. Das klingt doch anders. Versuch mal 3750. 3, 7, 5. Nee, dann musst du nochmal zurück in dein Apartment und dadurch durchs Fenster gucken. Mach ich aber jetzt, wenn es wichtig ist. Und einen Kühl können wir nicht mitnehmen. Nee, wir sind leider nicht Travis. Ja, voll scheiße, ey. Ja, dann legst du hin. Ist das ist der Volleyball, ne? Echt? Ja. Ah. Ich spiele auch mit Volleyball. Ja, unbedingt. Ich weiß nicht, wir haben damals in der Grundschule immer Tischball gespielt. Das war dann wie nennt man das? Tisch wie Tischtennis? Nur mit einem großen Volleyball und mit der Hand. Das, episch. Das war echt Weltklasse. Das hat richtig viel Spaß gebracht. Und war auch irgendwie viel cooler als Tischtennis. Weil ich weiß nicht, ich finde so einen großen Ball zu kontrollieren, der auch irgendwie mehr am Masse hat, ist irgendwie viel leichter zu kontrollieren. Der auch ein eigenes Leben hat. Nee, zum Glück nicht. Aber weiß nicht, kann man besser kontrollieren als so einen kleinen...
fluffigen Dingsens. Wow! 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 Ja, schön. Ich bin voll gut ausgewichen, wie so James Bond und dann. Geht, ne? Wie? Die Treppe hoch, Henry! Es wird echt nur, dass so irgendwie so ein, wie heißt es, nicht Tischtennis anbieten. So ein, wie heißt denn das? Ein Rollstuhl, der so runterfällt. Was guckst du da an? Was guckst du da an? Sorry. Alles gut? Nee, ich nicht. Hallo. Das sind die Bitty. Ah, hast du equipped. Sehr gut. Was ist das? Sehr gut. Du sollst es nehmen, nicht liegen lassen, Kumpel. Und ausrüsten. Ja. Hier, bleib hier! Bleib hier, Henry! Bleib hier, bleib hier, bleib hier! Ja, ich häng fest. Echt jetzt? Ja, ich häng fest. Ich kann mich bewegen. Fuck. Ja, sie ist halt schon sehr... Fiss dich, Mädchen. Ach, Fatty Fett. Hä? Das ist nicht Fatty Fett. Der hat einen Anzug an. Einen blauen. Der hat einen Anzug an. Ja, einen blauen. So sind also Anzüge... Ja, okay. Ich dachte schon, Anzüge sehen heutzutage ein bisschen anders aus. Was? Nein, der trägt einen blauen Mann. Der ist bestimmt deshalb ganz doll blau. Trägt einen blauen Mann? Der ist ja total blau, Mann. Eigentlich bräuchte ich immer für unsere Projekte, wie heißt das, so ein Schlagzeug. Ein Punchline. Ja. Lag da was? Ich glaube. Nee, das ist nur die. Scheiße. So, Aline, ich habe dich jetzt wieder mal 5 Jahre allein gelassen. Wie geht's dir? Kann es eigentlich so schlimm werden, dass sie am Boden liegt? Ja, aber sie kann mich angreifen, wenn ich ihr eine Waffe gebe. Das war doch bei Elements Destiny auch so, wenn da jemand paralysiert oder verwirrt war, dass er angefangen hat, seine... Seine verwirrt war er richtig. Ja, dann schlägt er doch seine Freunde. Ja. Ich hoffe, das ist richtig. Kann man ihr irgendwie das Medaillon geben? Das ist nur für eine Henri selbst. Dumm. So eine Kette steht doch einer Frau viel besser als so ein Kerl. Aber jetzt kann ich sie wieder mitnehmen. Obwohl, das erinnert, das könnte so ein bisschen an, kennst du Flavor Flav? Oh Gott, ich habe zu viel M&M's, MTV geguckt. Ja, mit seiner Uhr so und dann weißt du, so ein fettes Medaillon, yo, ich bin voll der Geilste und hab zwar nur einen Chick, aber besser ist gar nichts. Was? Hat ein Chick? Ja, von Chicks, so eine Bitch nur, so ein... Ja, schon klar, aber wir halt nur eine. Nee, er hat nur eine. Obwohl, der Cynthia hat er auch, wenn... Weißt Ach, du, Henry hat nur ja, einen. So von wegen... Nee, weißt du, eigentlich ist er ja voll so der geile Macker, weil die folgen ihm sogar nach dem Tod hinaus noch immer noch so und... You know what I mean? Just think. Wow! Gott, was war das denn? Der Typus kam wieder. Wer, das war Richie. Achso, ich dachte gerade so... Ich möchte nur noch Richie. Da war noch ein... Genau, an den konnte ich mich noch erinnern. Kommst du jetzt nicht in die Tierabteilung? Nee, da musst du das Kätzchen hinbringen, ne? In die Sportabteilung kommst du, stimmt. Ach, Kinder. Du läufst besser um dein Leben. Wie du einfach von hinten und vorne penetriert wirst. You better. Eigentlich sollte er voll Spaß haben. Der liebe Henri? Ja. Ja, von hinten und vorne gleichzeitig, hallo? Ob Henry darauf steht? Ja. Why not? Schätzt du ihn echt so ein? Ich weiß es nicht. Ich kann ihm jeden Charakter zuweisen, so wie unbeschrieben er ist und... Ja. Ist das im Spiel? Ja, aber ich frage mich gerade, woher das kommt. Okay. Geh nicht so schnell, warte ein bisschen auf sie, sind hier gerade keine Monster. Nee, nicht jetzt. Das ist gerade voll der beschissene Moment. Findest du? So wie sie gerade aussieht, ja. Geh mal speichern, lieber. Ich hab den Warp voller Collibälle. Volley. Den Volley. Den. Korb voller Volleybälle. Ja. Ja, ich weiß. Grammatik ist schwer. Und du bei Jude gelernt hast. Ich liebe Grammatik. Grammatik, du lieben, meinst du? Schön. Was? Oh nee, hier kommt ja auch der Bossgegner. Ja, mit denen, wo ganz viele sind. Mhm. So ist meine Partner vielleicht mal wieder netter zu mir? Nee. Nö. Ja, aber du hast jetzt ein Medaillon. Stimmt, das kann mir jetzt mal am Arsch vorbeigehen. Das Appartement. Das Appartement? Ja, aber naja.
Ich will das, wie heißt das, Guckloch, das ist das Gute. Ja, ich weiß. Das ist voll geil. Also eigentlich nicht, aber so der Effekt ist schon echt nice. Du sollst die Waffe mitnehmen. Ich gebe mir keine Waffe. Doch! Warum? Damit ich dich schlagen kann, weil du es verdient hast. Damit wir das Spiel noch schneller durchkriegen. Ja! Du weißt, wenn sie Waffen hat, geht sie auf jeden Gegner los. Ja, und hilft dir. Das ist keine Hilfe, wenn ich flüchten will. Guck mal, da ist ein Zettelchen. Nur ein Fetzen. Ich mache heute weiter, alles zusammenzufassen, was ich Saber Walter Sullivan herausgefunden habe. Natürlich war es ein weiter Weg für sein Alter, aber er kam jede Woche entweder mit der U-Bahn oder mit dem Bus. Leider wohnte jetzt ein anderer Mieter in der Wohnung, daher konnte er nicht wieder mit seiner Mutter vereint werden. Mehrere Jahre lang kam er hierher, fast wie besessen, um in die Wohnung zu spähen. Guter Stichwort. Das Besessen. Ja. Und das Spähen. Schließlich beklagten sich die Mieter und bedrohten ihn, wenn sie ihn sahen. Walter bekam Angst vor ihnen und glaubte, dass sie ihn hinderten, seine Mutter zu sehen. Als Walter älter wurde, wurde er immer stärker von den Lehren des Kultes beeinflusst. Gleichzeitig nahm auch seine Besessenheit bezüglich seiner Mutter und seinen Groll gegen die Außenwelt zu. Walter beschäftigte sich stark mit einem bestimmten Teil der Bibel des Kultes. Der Abstieg der Heiligen Mutter, die 21 Sakramente. Durch die 21 Sakramente wird die Heilige Mutter in den Ländern der Welt erscheinen und den Sündern Erlösung bringen. Nachdem Walter Wishhouse verließ, lebte er in Pleasant River, einem Nachbarort von Silent Hill. Für eine Weile führte er das Leben eines normalen Studenten, aber er war noch immer von Bitterkeit und Groll gegen den Rest der Welt erfüllt. Mehrere Jahre später startete er dort seinen Plan. Die 21 Morde. Das ist irgendwie furchtbar tragisch, finde ich. Dass da auch irgendwie niemand auf ihn eingegangen ist und ihm praktisch gezeigt hat, hey, das ist nicht deine Mutter. Und ihm da auch irgendwie keiner geholfen hat, seine richtige Mutter oder seine überhaupt seine Familie zu finden. Das ist irgendwie voll heftig, finde ich. Ja, ne? Wie war das? Jeder stirbt für sich allein. Wo? Auf was beziehst du das jetzt? Ja, generell so auf die Situation, so. Nach dem Motto, wieso helfen, ne? Geht uns ja nichts an. Ja, aber trotzdem. Also ging dir ja nichts an. Ja, natürlich, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist auch nicht mein Standpunkt. Ja, aber da verstehe ich auch nicht, warum Sunderland da nichts gemacht hat. Wenn ihm doch die Nabelschnur so viel bedeutet, warum hat er dem Kleinen nie geholfen? Ja, das... Eine Kuchenkerze? Cool. Oh, jetzt habe ich voll Bock auf Kuchen. Irgendwie. Ja, aber... Ja, verstehe ich halt eben von Sunderland dann auch nicht, dass er da nichts gemacht hat. Ist das eine Kerze? Guck mal, da links ist eine Kerze. Kerze. Cool. Henry, das ist eine Kerze. Bitte. Henry, das ist eine Kerze, habe ich gesagt. Du guckst aber... Oh Gott, bitte. Das ist doch eine Kerze. Verarsch mich nicht. Henry. So, doch, jetzt! Ja, sie soll erstmal... Ich möchte bitte sehen, dass es auch richtig an dir dran steht. Eileen, was denkst du, wenn du diese Kerze siehst und mich dabei anguckst? Wie war das? Now look at your man, now back to me. Look at your candle, now back to me. Look at your candle, then back to me. Sadly, the candle isn't me. But it can smell like me. Guck dir diese Werbung an, dieses Gottlein. Ja. Are you okay? Es geht um dich, Mädchen. Mach dir mal um mich keine Sorgen. Aber guck mal, wie nett das Sonja ist. Und so mal, die fragt sogar mal angemessen. Wie so, I'm okay. Sorry, ich konnte nicht anders. Kein Ding. Weißt du, aber sie fragt dann wenigstens ein bisschen humaner. Ich frag mich gerade, ob das der Weg ist, den wir zuerst gehen müssen oder der andere. Ich habe keine Ahnung. Frag mich, mittlerweile habe ich auch irgendwie schon total abgeschaltet, so was das anbelangt. Die Orientierung. Du bist jetzt ganz allein auf dich gestellt eigentlich. So gesehen. Ja, du läufst wieder auf der Wirbelsäule rum. Das passt eigentlich voll gut, wenn die Gebäude praktisch so personifiziert sind. Wenn dann so Teile davon irgendwie so nach Mensch aussehen. Weißt du, wenn du dann so... Ja. I think what you... Aber ich glaube, das wäre dann auch passend in der Apartmentwelt, finde ich.
Ja, aber da haben wir nur Pizzawände. Pizzawände? Ja, ja, wie in Silent Hill 3 war das, glaube ich. Da gab es ja auch was, was irgendwie nach Pizza... Oh Gott, ey. Eigentlich war das Spiel voll gut, wenn ich so darüber nachdenke. Silent Hill 3? Hm. Hm. Ist aber auch so lange her, dass ich gespielt habe. Ich hoffe, das ist der richtige Weg, den ich jetzt zuerst gehe. Ich drück die Daumen. Beide? Nee. Ich hab nur einen. Däumchen drücken. Ein Däumchen drehen. Ja. Du hast das Kätzchen nicht. Richtig. Und das Ding ist kaputt gegangen. Was? Oh, fuck. Dann eigentlich doch eher zurück, oder? Oder ist das hier, musst du hier hin? Ich glaube, Aline sieht schon wieder mies aus. Guck mal, wie schnell das mittlerweile mit dir geht. Ich bin voll verwirrt hier, das Gebäude. Ach Gott, war das nicht ganz oben oder so? Du paralysiert quasi mein Gehirn. Ja, entweder. Oh nein, gleich schlägst du dich. Au, aua! Ah! Das hat echt. Ich hab voll leicht nur gehauen. Ich hab einen Knochen erwischt. Oh mein Gott! Hier ist aber auch nichts. Das war hier nicht. Dann bin ich den falschen Weg zuerst gegangen. Ja, das heißt, du musst dann wohin? Nochmal zurück. Ey! Nicht gegen die Treppe. Auf die Treppe. Ich bin nicht gegen Treppen. Ich finde, Treppen gehören zu unserer Welt genauso dazu wie Hund und Katze. Ach so, wow, du bist so unfassbar tolerant, ey, Wahnsinn. Wir sollten dich für den Friedensnobelpreis nominieren. Das wäre voll liebenswürdig. Den würde ich annehmen. Ich nehme diesen Preis nicht an! Falls du den kennst. Nein. Nicht? Kennst du dich Marcel Reichs-Ranitzky? Wen? Marcel Reichs-Ranitzky? Nee. Wer ist das? So ein Typ, der einen Preis nicht angenommen hat. Ja. Weil er meinte, Gott, das war nochmal der Begründung. Mhm. Die ist einfach schon wieder voll im Arsch. Lässt grüßen. Was? Die ist schon wieder voll im Arsch, obwohl ich die ganze Zeit bei ihr bin. Ja, aber die Frau ist halt mittlerweile, wenn man bedenkt, was sie durchgemacht hat, einfach scheiße labil. Ja, scheinbar. Ich frage mich ja gerade, ob irgendwie die Geistererscheinungen auch... Wow. Ob die Geistererscheinungen sich so rückwirkend auf Aileen auswirken, sprich, dass du sowohl dein Apartment als auch Aileen gesund halten musst. Das wäre echt gemein. Guck mal! Ja. Sie war die ganze Zeit bei mir. Was ist denn los? Spiel. Ja, sie ist halt... Die ist schon ganz doll labil. Was erwartest du, aber... Sie ist eifersüchtig auf Cynthia. Meinst du? Ja. Was, Cynthia ist eine Bitch? Ja, aber sie denkt sich bestimmt so von wegen... Ja, aber sie wollte dir doch diesen Special Favor machen. Was ist mit mir? Bin ich nicht die Einzige für dich? Und ich dachte, sie hat einen Freund. Aua. Hat sie gar nicht. Hat sie gesagt. Sie hat gesagt, Freund? Es gibt Freund und Freund. Wenn sie sagt, ich bin auf der Party von meinem Freund... Hat sie das echt gesagt? Ja. Ja, aber würde ich ja auch so sagen. Wobei ich gerne mal auf die englische Übersetzung hören würde. Ob sie wirklich Boyfriend sagt oder Friend. Ja, das stimmt. Das ist ja ein deutlicher Unterschied. Ja, klar. Scheiße. Du musst die Katze nochmal angucken. Einfach nur wow. Kätzchen! Naja, aber ich meine, selbst... Aber im Deutschen ist ja halt eben so das Problem. Du kannst ja sagen, ja, ich bin auf der Party von meinem Freund. Damit kannst du ja sowohl einen normalen Freund meinen, ja, als auch einen Freund. Wieder mal die verwirrende deutsche Sprache. Hilfe! Wie auf einmal alle so zack eine Kerze sagen. Irgendwie epische Vorstellung. Irgendwie so ganz die Kerze so zack rein und... Eigentlich hätten wir noch Jasper dabei haben müssen, damit er die Kerzen erleuchtet. Wow, das war epic. Musst du nicht voll in die andere Richtung? Ich muss jetzt eigentlich... Kätzchen! Ja eben, und das ging jetzt... Ging das nicht woanders lang? Aber hier ist auch noch ein Gang. Ich frage mich gerade, wo der hinführt. Ich finde, die Hunde sehen irgendwie so komisch eklig verbrannt aus. Ja, vom Feuer reden, ne? Du läufst eiskalt in sie rein, die Arme. Die ist aber schon total dumm durchdrehen wieder. Verkennt ja. Daran, dass sie die Namen so blöd sagt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie auch zusammen mit dem... Was war das denn bitte? Was denn? Die Sirene. Das habe ich auch noch nie vorher gehört. Ja. Vielleicht verändert sich ja die Welt auch so vom Zustand her von Aileen so, dass das alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Kerze? Nee, Nutrition. Benutzen? Oder wie viel? Ja.
Ja, wie gesagt, es würde mich ja nicht wundern, wenn sich das halt irgendwie darauf, insbesondere in Bezug auch auf das Spiel an sich, würde es eigentlich passen, dass der Zustand des Apartments sich auch auf Elina auswirkt. Wir sind schon bei 22 Minuten. Ja. Dann... Okay, ich dachte, du machst das noch schnell mit dem Kätzchen. Soll ich das noch machen? Nö, ist okay. Machen wir es in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.